Hallo und herzlich willkommen zurück bei State of Decay 2. Wir haben eine Karre. Und wir werden sie benutzen. Und Alter, ist das eine Tanke? Nee, Auto Repair. War auch nicht schlecht. Das Gute an der Karre ist halt, dass man das in den Kofferraum hat. Ob da, das kann man, da kann man was schauen? Nein, kann man nicht. Hallo, wer ist zu Hause? Ist wer zu Hause hier? Oh. Ups. Entschuldigung. Ach, sollen sie doch kommen. Zero. Was? Ist da noch irgendwo ein Zombie, Alter? Ich höre ihn stöhnen. Must be my lucky day. Toolkit. Der Zombie hat wilden Zombie-Sex, Alter, in der Küche. Hä? I was out and about for a bit, so I brought back a few things. Flasche Schmerzmittel, okay. Feuerwerkskörper. Cool. We still got company. Bist du ein Seuchenzombie? Lebt der Boden? Ja. Warte, ich helfe dir! Hey! Ah, da war der Kopf weg. Ah, fuck, der hat mich auch gesehen. Zack, zack, zack. Ja, hast deinen Scheiß. Hat's knacht, kracht, ne nochmal. Was war denn das? Schriftliche irgendwas? Hä, ist doch schon wieder irgendein Zombie. Boah, Alter! Dämliche Mistsau. Ja toll, bis auf den Toolkit haben wir hier gar nichts gefunden. Oh ne, Scheiße. Wow. Ich finde es jetzt mal cool, wenn es noch zwei Schlägen, also wenn sie einfach BAM macht und dann sind sie tot. Jetzt kracht. Ja, wusste ich, komm schon. Wo kommst du jetzt schon wieder? Ja, schau, ist der Schädel weg, schau es gleich besser aus. Mit einem hässlichen, fetten Schädel. Oh. Ja, da guckst du blöd. Solche Mittel nehmen wir mit. Alter, ich hab die Hälfte. Ich meine, ist ja halb voll. Mit diesem scheiß Mittel. On good days like these, I think maybe one day I could have myself a real family again. Hä? Oh, da drüben ist ein Seuchenherd. Sehe ich gerade. Warte. Cool. Da kann ich bis zu 5 so Backpacks verstauen. Ist ja geilomat, Alter. Hopp, Kracher weg. Ah, doch nicht. Nichts gibt. No. Was? Ich kann doch nicht neu, was an der Scheiß. Die Tür ist doch offen. So ein Dreck. Was ist in dem Öl? In dem Ölfass? Behälter mich Chemikalien. Da sind die Chemikalien sind da drin. Ah, was haben wir hier? Auch nix. Jungs, ihr bleibt da schön stehen, ne? Klar. Na super. Warte. Ah, da oben ist ein Zelt. Wow, was sind wir hier? Sehr gut. Schützenmine. Oh, ich habe keinen Platz. Warum habe ich bloß einen 7er Rucksack dabei? Ah, so, ich habe das nicht ausgerüstet, ne? Scheiße. Ah, da komme ich. Ja, ich muss jetzt erstmal Kofferraum ablegen. Warum bist du jetzt hier? So. Now where am I gonna put that? Schon mal die Feuerwerkskörper, ne? Was ist das?
Stirb, du Sau! Was für ein Arschloch? Ja, jetzt packen wir mal alles dann rein. Ja, was? Jetzt. Als ich noch klein war, wollte ich ein Polizist werden, genau wie mein Papa. Er hatte eine Menge Waffen, um die Menschen vor bösen Leuten zu beschützen. Ich habe meinen Papa gebeten, mir zu zeigen, wie man schießt, aber er hat gesagt, es sei wichtiger, mit den Menschen zu reden. Vor allem, wenn sie wütend oder traurig sind. Ich weiß nicht, ob es irgendwo unterrichten wird, aber es wäre nicht schlecht. Ich glaube, das sollten wir lernen. Ich möchte... Okay, 100 Wörter. Emily, 10 Jahre. Nein, nicht einlagern. Das schmeißen wir weg. So, jetzt können wir oben auf. Und die Schützenmine nehmen wir auch mit, Alter, weil die ist wichtig. Wo war das hier? War das? So, jetzt gehen wir hier hoch. Das ist hier was. Ist es natürlich nicht. Wussten wir aber vorher, ne? Ja, ja, klar, wussten wir. Oder wir sagen, behaupten einfach, dass wir es wussten. Ja, okay. Zack. Wir sollten das da drüben zerstören, ne? Oder lassen wir es einfach? Nee, wir müssen den Kreischer platt machen. Infektionsherd. Ein Kreischer, 6 Zombies. Wir haben 10 Schuss. Das ist bloß die Frage, wo ist der Kreischer? Oh oh. Ach, der Arschloch Kreischer. I served with. They would never just leave people behind. But until we understand what really happened, know that Red Talon is here for you. I suppose that confirms what we suspected about the army. Eh? So wollte ich es eigentlich nicht machen, aber okay. Hey Ladies, was geht ab? Oh, fuck you. War hier nicht. Oh. Ah. Was soll denn der Scheiß? Lade deine Ausdauer auf! Not now. Was soll denn der Scheiß? Boah, Alter! Alter, fast wäre ich verrückt. Wie viel Muni? Eins noch. Oh, Scheiße, Alter. Jetzt habe ich euch alle. Das hätte ich jetzt fast vermasselt, ey. Fast. Alter Schwede. Boah, Alter, das kotzt mich gerade selber an, dass ich das fast verhaut hätte. Ah, kurz vor Schluss, wirklich.
diesen Waffen komme. Sehr geil. Mal hier. Ja, scheiß drauf. Now where am I gonna put that? So, los geht's. Hä? Alter, warte, ich glaube, nee, doch, es ist in die richtige Richtung. Also ist das Benzin jetzt schon hergestellt? Wow. Und dann könnte ich mein Auto auftanken, dann könnte ich es auf jeden Fall mitnehmen. Ups, Entschuldigung. As long as even one of those damn play carts is left, I won't sleep well at night. Ich mag's immer wieder, ne? Ich immer wieder mache ich das. So. Zack, zack, zack. Die sind ja für oben. Die Axt wird ausgerüstet. Das wird eingelagert, das wird eingelagert. Das da auch. Toolkit. Und die Dosenbombe. So. What's poppin', amigo? Yikes, too loud. Zack, 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 zack. Können wir schön alles mitnehmen. Hä? Ups. Jetzt wird mein Rucksack wieder reingelegt, ne? Wo ist der 10er Rucksack? Der 8er. Da ist der 8er. Hä? Ach so. Warte mal, kann ich eigentlich den Rucksack vollstopfen? Und dann gehe ich einen anderen austauschen? Das wird mich jetzt mal... Ich nehme jetzt das mit. Halt, das ist jetzt in meinen Taschen, ne? Ich nehme einfach mal das da mit und das da und das da. So, und jetzt bin ich aber... Den Rucksack austausch? Nee. Okay, wäre jetzt auch zu mächtig gewesen. Weil du nimmst einfach drei Rucksäcke mit, Alter, und packst sie alle voll. Aber Schmerzmittel nehme ich trotzdem mit. Most scavengers focus on big items. If we stock up on small comforts, it'll add up when we need to trade. Ah, das ist die Muni, was ich brauche. Schmerzmittel. Nehmen wir mal ein Schmerzmittel mit. Und von denen lagern wir auch zwei ein. Da wächst ja. Das wächst und gedeiht. Kann ich mal die Zombies wegräumen? Ist das Benzin jetzt eigentlich? Oh, ich habe zwei Benzin. Ich habe zwei Benzin, Alter. Habe ich das dann im Inventar da? Wasserkühle. Oder kann ich das vorne holen? Also es dauert immer nur 8 Minuten, Alter. Was soll der Scheiß? Okay, das Auto ist komplett leer. I gotta watch the noise. Ich glaube, ich muss diese Tipps ausschalten. Scheiße, ich. Viel fahren kann ich nicht mehr, ne? Ups. Also, wir fahren jetzt zu dem Ding. Da hat es Baumaterial gegeben.
Boah, ich weiß nicht, ob ich da noch heimkomme, ey. Scheiße. Wir lassen jetzt das Auto hier stehen. Kleine fette Sau, ich glaub dir nur, dass du so schnell rennen kannst. Boah. I've seen all I'm gonna find here. Geistesgegenwart. Seuchenprobe. Sehr gut. Ja, irgendwas habe ich ja hier nicht mitgenommen, ne? Da. Teppichrolle. So, die stopfen wir dann hier rein. Wir brauchen auf jeden Fall Benzin. Hä, wo kann ich das durchsuchen? Ah, ein Kofferraum. Kopf. Aufgabe für dieses Wochenende. Vorgarten reichen. Tom, bitte die Regenrinne zu reinigen. Ring kaufen. Ah, scheinbar wollte er heiraten. Blöd gelaufen, ne? Da hatte die Zombie-Apokalypse was dagegen. Wieso kann ich aus diesen ganzen Sachen eine Basis machen? Ah. Komm. We can put this to good use. Sehr schön. Sehr schön. Ah, ich könnte da rüber. Ja, obwohl, das ist ja das, ne? Hä? Oh, ich kann den durchsuchen. Toll. Ein Riesending und ich krieg 7 Schrauben raus. Super. Ach, die wollten hier bauen, oder was? Gut, dass denen hier Scheißaugen leuchten. Weil die alle fucking Glühbirnen verschluckt haben. Glühbirnen-Zombies. Magst denn du? Okay. Okay. Oh. I can't believe this. I really can't. This is fucking bullshit, man. Wie soll ich denn die Moral erhöhen? Komm. Benzin. Oh, fuck you. Ist da vielleicht Benzin drin? Hä? Habe ich das nicht schon mal durchsucht und da war nichts drin? Ne, das war ein anderes Haus, ne? Dass die Fetten immer schneller rennen wie die anderen. Soll der Scheißdreck. Bleibt mal realistisch, Leute. Okay. Aber wir müssen den zweiten Außenposten bauen. Das schaut danach aus. Ach Gott, bin ich blöd. Das ist das, wo die Winters war, ne? Brechstange. Kleiner Rucksack. Oh, oh, was ist das? Achso, Außenposten beanspruchen. Okay, I'm not exactly in trouble, but if anyone out there wanted to lend a hand, I wouldn't say no. Stay cool. I'll be there soon. Okay. That's a load off my mind. Ups. Ich geh mal weiter. Wo war die Karre eigentlich gestanden? Scheiße. I gotta rest. Da unten? Nee. Hä? Oh fuck, das Auto steht oben. Ja, komm, verpisst euch. Nein.
Größe. Nein, nicht anmachen. Okay, jetzt muss ich euch doch töten. Oh fuck, ja stimmt, die Wichser können ja. Du schubst halt von da oben. Ja, mach doch ruhig. Oh oh. Ah, komm schon. Du musst doch da rumkommen, du musst doch da rumkommen. Ja, ja. Puh. Folgt er mir? Klar folgt er mir. Was, wo kommt dieser zweite her? Oh, das da hinten ist eine Zombie-Horde. Oh shit. Eigentlich sind es nur drei Typen mit einer Glühbirne in der Fresse. Keiner da, verpisst euch. Ja, ist mir schon klar, ich bin ja dabei. Ja, aber die Moral ist doch stabil. So. Ressourcen. Zumachen, sonst kommen die Wichser hier einfach rein. Oh fuck, die greifen vorne an, ne? Scheiße. Flashmob. Ja, das ist ja geil. Flashmob, Alter, wenn du so eine Zombie-Horde zerlegt hast. Auch nicht schlecht. So, das kann rein. Das. Obwohl, das nehmen wir mit. Okay, ah, wir haben viel Benzin. Ja, aber was machen wir jetzt dann damit? Ja, das ist doch, da habe ich doch die Autos geparkt, oder? Nee, ich habe hinten geparkt, oder? Scheiße. Warte mal. Zack. Achso, ja, der ist verletzt, ne? Hat er einen Blumengarten? Rettet er einen Welpen? Burgerbraterin, ehemaliger Grufti. Aktive Militärdienst, Basketballfan, hat Chemie gelernt. Lagerärztin, hat ein neues Leben begonnen. Hat Sport geschaut, hohe Schmerzgrenze. Hat Sport geschaut, geile. Geil, wie sie das anhört. Wasserversorgung, okay. Aufwertung zur Krankenstation 2. Plus 1,5 Lebensmittel pro Tag. Doppelkoje. Plus ein Außenposten. Hauptschlafzimmer. Lager.
Vielleicht haben wir drei kleine Benzinkanister auf, damit wir unterwegs Fahrzeug tanken können. Eine Stunde? Ach ne, eine Sekunde. Ah. Ja. Ich kann mein scheiß Auto aufdanken. I gotta watch the noise. Oh. Schnauze. Nein. Ich lass mich nicht gern vor euch anfassen, verpisst euch. Nein, hopp weg da. Oh, das ist dann fast aufgetankt. Hey, geil. So. Ja, die anderen machen das schon mit den Zombies. Wir machen was arbeiten noch. Voll faules Pack. Wobei ich vielleicht meine jetzt dann auch mal wechseln sollte wieder. Bin ich wieder irgendwie drüber gefahren? Oh, das ist eine Zombie-Horde, ne? Ja, ja, lauf mir ruhig hinterher. Hey, Kumpel. Tschüss. Ups. Halt nicht, ich muss weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, da rechts und links ist ein Zombie-Herz. Hey, Leute, was geht ab? Fetter Sack, verpiss dich. Okay, der eine hat nichts mitbekommen, so wie es ausschaut. Passt. Warum sind die in dem Lager drin? Warum nicht im Haus? Bad news alert. Was? Okay, das sind drei Leute. Unser dämlicher Lehrling Michael hat unseren Wagen geschraubt und ist abgehauen, ist eine Horde aufgetaucht. Jetzt kannst du helfen, den Packsack mit Autoteilen zu holen, den sie zurückgelassen hat. Also was lernt sie? We're mechanics. I'm teaching our newbie the ropes. Or at least that's the idea. I'm fine, by the way. Thanks for asking. My back is killing me over here. So you're like a car mechanic or something. That's right. I want to set up shop and get some of the busted cars around here working again. Gotta do something, right? Yeah. Damn thing. Könnt ihr mal zuhauen? Da steht sie. Ja, guck mal, sie kann offenbar nicht für richtig machen. Bye, stay safe. Mit Chris? Michaela. Ordnungsbedingt danke, schätze ich. Ja, mach noch platt. Was? Da? Dass ich eine Karre habe, ihr Spackos. Halt, ich habe hier die Karre. Ich bin extra da reingefahren. Ah, hopp, rein mit euch. Entschuldigung. Ah, jetzt bin ich müde. Ah, obwohl, das geht eigentlich. Verletzt und müde ist scheiße. Hey, soll ich hier, was geht? Oh fuck, ich lock die gerade an, ne? Give it some gas, will ya?
Sehr gut. So. Oh, geht das schon 30 Minuten? Scheiße. Also gut, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Diese Hornets zerstören wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus.